glaubst nicht, was mir dann passiert ist, Ronja. Hm? Der hat mich angesprochen und hat sofort gesagt so, ich hab gesehen, du bist die perfekte Ballerina. Ja? Warte, wer? Nein, hä? Wirklich, der Typ auf der Straße hab ich doch aber gerade erzählt. Aber woher soll der das denn wissen? Der kennt dich doch gar nicht. Weil ich auf den Füßen gelaufen bin. Ja, Ronja, du kannst nicht mehr gerade laufen, du läufst immer kleine Schlangenlinien. Du auf den Füßen, ich kann mit meinen Zehenspitzen laufen. Ja, aber das hat doch nichts mit der Ballerina zu tun. Ich glaube, klar, auf dem Bett ein Salto machen kann ich auch, aber das... Ronja, deswegen kommt jetzt ja nicht Ballerina, der zufällige Talentscout hier angerannt und sagt, oh, du bist die beste Ballerina der Welt, bitte, bitte komm zu uns. Ja, genau so war's, du hast es erfasst, endlich. Ja, okay, klar, das ist passiert. Und was dann? Bist du dann einfach nach Hause gegangen oder bist du natürlich direkt mit dem Fremden mitgekommen? Was? Nein, ich bin natürlich nach Hause gegangen und er hat mir seine Karte gegeben. Ah. Willst du sie sehen? Ja, klar, klar. Da. Ach so. Ja, und morgen gehe ich dann dahin. Oh, morgen gehst du hin? Ja, und dann werde ich ihm zeigen, was für ein Talent ich habe und dann werde ich die beste Ballerina der Welt. Ja, das wird so wunderbar. Willst okay. du üben? Ich übe, okay? Oh, okay, klar, klar. Er hat gesagt, ich soll auf der Toilette üben. Klar, also ja, der Typ, der kennt sich ja wahrscheinlich am besten aus, deswegen will ich jetzt hier natürlich auch nicht reinreden. Aber wenn du fertig bist mit deiner ausgedachten Geschichte, hast du Lust, in der Stadt noch ein Eis zu essen? Was heißt ja ausgedacht? Ja, ausgedacht heißt ausgedacht. Oh, vielleicht werden wir entdeckt auf dem Weg zur Stadt. Vielleicht kannst du ja nochmal versuchen, mit den Füßen zu laufen, wie du es letztes Mal gemacht hast. Oh mein Gott, nein! Warte, es war nur ein Witz. Ich glaube dir, alles, was du sagst, ist passiert. Oh, okay. Aber Eis essen würde ich gerne. Oh, okay, gut. Alles klar, dann lass uns das machen. Sag mal, Izzy? Ja? Wo ist denn deine Schuluniform? Hä? Ja, Schuluniform, das, was ich trage, das wir für jeden Tag hier tragen sollen, in der Schule. Nein, das ist doch kein Zwang, Ronja. Hast du nicht zugehört? Das heißt, du kannst sie tragen, musst aber nicht. Aber wann haben wir denn alle unsere Schuluniformen gekauft? Im gleichen Laden, wir sind doch als Klasse hingefahren. Ja, und da wurde uns gesagt, wir dürfen sie tragen, wenn wir wollen. Aber wir können auch normal rumlaufen. Aber das ist doch nicht normal. Was hast du denn da an? Das ist mein Dance-Outfit. Ja, du willst ja nichts davon hören, du glaubst mir ja auch nicht. Du bist immer noch an dem Ballerina-Ding dran, ja? Yes, na selbstverständlich. Ah, okay, klar, ja. Dann, red dir das ruhig weiter ein und, wir können ja in den Klassenraum gehen. Oder haben wir Kunst jetzt? Wann ist denn unsere Lehrerin mal da? Gefühlt kommt ich die nie. Ich gehe auf Zehenspitzen hin. Okay, klar, klar. Nimm's nicht böse, ja? Aber ich glaube, du bist nicht der filigranste Tänzer, den ich kenne. Oft fällst du hin, oft bleibst du nicht gerade. Ich mein's nicht böse, Izzy. Komm zurück. Nein. Aber es ist doch wahr. Das ist gar nicht das Klo. Ich will mich auf dem Klo verstecken und weinen. Nein, aber... Okay, aber glaub mir. Es ist hier ist das Klo. Aber du... Willst du mir wirklich aber sagen? Nett, dass die hier Sitzbänke haben. Ihr seid im Klo? Ja, guck mal, hier kann man sich so schön hinstellen. Hä, du bist gar nicht im Mädchenklo. Wo bist du denn? Was? Im Jungsklo bin ich denn? Du bist im Jungsklo. Hä, was? Wie war's? Ah, nein, geh da raus! Nein! Ist das keine Sitzbank? Nein, das ist keine Sitzbank! Wieso, was ist das denn? Nein, geh raus, das will okay. Aber siehst du nicht, Ronja, wie stilvoll ich bin? Okay, ja, du bist super stilvoll. Aber nur weil du in den Laden gegangen bist und dir ein Ballerina-Outfit gekauft hast, heißt das nicht, dass du jetzt eine echte Ballerina bist. Weißt du, die haben ja seit kleinem Kinderalter oder sowas, haben die da Training und die lernen dann, wie man tanzt und wie man auch vorne auf seinen Fußspitzen steht. Aber und das kann ich auch. Okay, aber guck mal, du kannst wahrscheinlich nicht mal einen Spagat. Was? Aber dafür kann ich das hier. Ja, aber wie oft siehst du denn Balletttänzerinnen, die mal einen Salto machen? Das machen die nicht doch gar nicht. Deswegen ist es eine Marktlücke. Ah, alles klar, du bist die beste Ballerina der Welt. Es tut mir leid, dass ich dich jemals angezweifelt habe. Okay, gut, ich gehe dann noch ein bisschen üben. Viel Spaß in der Schule. Okay, viel Spaß. Okay, irgendwie verhält sie sich aber komisch. Ich glaube, das Ballerina-Ding nicht wirklich, weil eigentlich ist die Izzy wirklich keine gute Ballerina. Ich guck mal, wo sie hingeht. Da ist sie noch auf ihrem Fahrrad. Wo fährt sie denn hin? Leider habe ich keine Ahnung, wo hier ein Ballettstudio überhaupt wäre, wenn es eins gäbe. Deswegen... Kann ich noch nicht sagen, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht? Was ist die Ampel denn rot? Guck mal, sie steigt einfach ab. Okay, ich wollte gerade sagen, seit wann hält sie sich denn an die Verkehrsregeln? Aber scheinbar ist es auch neu. Da hinten bei der Tankstelle, da ist ganz sicher kein Ballettstudio. Live Music Food. Okay, die Izzy ist heimlich. Oder sie geht heimlich ins Kino. Oder sie geht heimlich zur TV-Station. Shopping, okay. Hoch.
und... Warte, das ist ein Fitnessstudio? Seit wann das denn? Izzy? Oh mein Gott. Izzy, pass auf, dass du dir nicht wehtust. Hä, was kommst du da runter? Ronja, was machst du hier? Du hättest dir fast wehgetan mit dem Gewicht. Was war denn das? Hä, wie, hast du mich verfolgt oder was? Weißt du was? Ja, ich hab dich verfolgt, weil ich... Okay, das sieht jetzt besser aus. Weil ich sehen wollte, ob du wirklich zu einem Ballerina-Studio gehst. Ich trainiere doch nur ein bisschen. Hier vorne ist mein Ballerina-Studio. Oh, warte, das war keine Lüge? Du gehst tatsächlich... natürlich nicht. Ich sag immer die Wahrheit. Siehst du? Warte, du bist richtig gut. Oder mach ich das gut? Hä? Seit wann das denn? Ich weiß, es ist jetzt nicht das Schwerste, aber immerhin. Okay, kannst du auch andere Tricks? Ja, na klar. Und die Lehrerin kommt auch bald, dann kann ich dir noch mehr zeigen. Warte, das ist auch sehr, sehr gut, was ich kann. Guck mal. Hä? Yay. Okay, warte, du stehst sogar richtig auf der... Yes. Hä? Ah, das ist echt schwer. Und dann kann ich noch das hier. Okay. Warte, du siehst aus wie eine echte Ballerina. Dankeschön. Es tut mir leid, dass ich dich angezweifelt habe. Wann hast du das denn gelernt? Warte, wie lange gehst du hier schon zum Training? Ja, ich will das Schwerste sehen. Okay, das kann ich aber noch nicht so gut. Pass auf, schau mir zu. Oh mein Gott, du drehst richtig hübsche Pirouetten. Und dabei trinke ich Milchshake. Yay! ja, wie gesagt, tut mir voll leid. Warte, wann hast du einen Auftritt oder wie läuft's jetzt ab? Ich habe bald meinen ersten Auftritt, aber erstmal habe ich noch Unterricht. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn du gehen könntest, Ronja, weil ich will nicht, dass die Ballettlehrerin dich hier sieht. Warum? Okay, warum? Guck mal dein Outfit an. Du siehst aus wie eine Ballerina. Ich sehe nicht aus wie eine Ballerina. Nein, vielleicht gehst du nicht mehr um ihn. Okay. Warte, ich ziehe mich kurz um. Haben wir hier eine Umkleide? Ja, na sicher. Unten. Okay. So, das ist das Einzige, was ich jetzt noch da hatte. Ich kann nicht aufhören, mich zu drehen. Oh mein Gott. Warte, ist hier schwindelig? Hilf mir! Okay, warte, warte, ich schub sie weiter. Warte. Oh, Ronja. Mir ist so. Ist die übel? Mir ist so. Oh nein. Nein, warte, bitte. Nicht auf mich. Willst du es auch mal probieren? Fang mal an mit dem hier. Okay. Okay, das ist ziemlich easy. Dabei kannst du sogar einen Milchshake trinken. Kein Problem. Ich habe jetzt zwar keinen Milchshake dabei, aber... Ich hab dir gegeben. Oh, okay, danke. Ja, mit Milchshake geht's, aber irgendwie verliere ich das Gleichgewicht. Das war ich schon mal gar nicht schlecht, Ronja. Ja, denkst du? Ich glaube, das war ganz gut. Das einzige Problem ist dein hässliches Outfit. Was? Ja, das sieht gar nicht aus wie eine Ballerina. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Guck mal, ich habe hier so eine Art zusammengehöriges Oberteil mit den hohen Socken. Du hast die Cheerleader, nicht wie eine Ballerina. Nein, ich habe sogar den Rock. Siehst du das nicht? Ja, geh zurück zu deinen Pompons. Okay, dann gehe ich halt zurück zu meinen Pompons. Weißt du was? Cheerleader sind das eh viel cooler. Und viel Spaß bei deinem Unterricht oder was auch immer. Und dann, du kannst ja mal Bescheid sagen, wenn dein Auftritt ist. Dann kann ich mir das angucken. Yes, na klar, okay. Das ist bestimmt super. Bis dann, bestimmt, ciao. Bis dann. Ich weiß auch nicht, wo kommt denn dieses ganze Talent her? Normalerweise ist sie wirklich, wirklich unbeholfen. Und ja, okay, ich gebe zu, mein Outfit sieht jetzt nicht unbedingt ballerinamäßig aus, aber besser wird's nicht. Ich frage mich, wo die Izzy bleibt. Heute ist ja theoretisch der große Auftrittstag. Oh, Izzy? Ja, ich traue mich nicht. Du weißt, du bist richtig gut. Du kannst das. Ja. Oh, ich hoffe, du hast recht. Okay, geh auf die Bühne. Du hast richtig lange trainiert. Du kennst es gut. Okay. Drück mir die Daumen. Okay, aber übergib dich nicht wieder wegen der Pirouette. Okay. Pirouette? Das, was du gedreht hast. Pirouette? Also, was ist eine Pirouette? Ja, noch nie gehört. Okay. Okay, hallo. Ich bin heute die beste Ballerina. Was? Warte, Ballerina! Ja, endlich bin ich auf der Bühne. Okay, und wir starten mit einem Rückwärtsflip. Ne, warte mal, ist das überhaupt der richtige Sport? Egal. Glaub ich nicht, dass sie geübt hat. Hampelmänner! Okay, yay, Hampelmänner! Und drei, Und, was war's? Oh. Was gibt's denn noch? Mir fällt nichts mehr ein. Komm, du kriegst das hin, steh wieder auf! Der beste Ballerina-Tanz! Oh yes! Oh nein! Oh yes! Machen Sie alle mit, meine Ladies and Gentlemen im Publikum! Welche Ladies and Gentlemen im Publikum? Alle anderen sind schon gegangen, Izzy! Ah, wieso sind denn alle weg? Oh nein! komm, wir gehen hinter, komm mit! Nein, Ronja! Ich dachte,
Ballerina ist richtig gut, aber ich bin voll schlecht. Nein, das war bestimmt nur Lampenfieber. Ja, ich weiß. Guck mal, sonst hattest du ja auch viel trainiert. Aber gut, wahrscheinlich hast du jetzt erstmal dein erstes Image ein bisschen verhauen. Das stimmt. Aber was, wenn du dir die Haare färbst und dir einen anderen Namen gibst und dann kannst du nochmal einen Auftritt machen? Oder ich werde Skateboarderin! Oh mein Gott, was? Yes! Das ist jetzt, was ich mache. Alles klar, war cool mit dir. Ciao! Okay, ciao. So, das war's mit dieser Folge. Roblox Brookhaven, meine beste Freundin, wird zur Ballerina. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei, weil die hat auch viele coole Roblox-Videos von sich als... Du hast jetzt auch ein cooles Skater-Outfit angezogen, wie ich sehe. Ich danke dir, ich danke dir. Ich übe schon. Backflip! Das ist richtig cool. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!